für jeden ein halbes Melönchen. So, ruft mal vielleicht einer ins Taufbecken. Ja, das ist der Erste. Ja, Nela, komm. Klaust du deinen Bruder nicht wieder? Giovanna? Die ist kleiner, hä? Ja, tja. Das ist Giovanna? Mir? Wolltest du ja nicht ins Wasser, dann kriegst du es auch draußen. Ja, jetzt beeil dich. Ja, man sieht schon, die Giovanna, die lässt sich immer noch alles gefallen von ihren Kindern. Ja, lässt sich das Futter klauen. Aber manchmal passiert es jetzt schon, dass sie ihr Futter gegenüber ihrem Nachwuchs verteidigt. Ja, hast du das gesehen? In einem Biss hat das alles rausgekriegt. Länger erzogen mittlerweile. Wo ist der Yogi? Da ist der Yogi. Okay. Jetzt, da schau. Ich brauche einen. Das ist der Yogi. Wie gesagt, das ist ja das heißt Lieblingsfutter und das Kind. Da geht er auf. Oh, der ist aber echt. Der ist schon richtig. Der ist schon. Ja. Ich glaube, das ist die Lösung. So, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Allen noch einen schönen Tag wünschen bei uns in Hellerbrunn. Und auf Wiedersehen. Ah, ich gebe es nicht mehr zum Fressen. Das ist ja aufrecht. Das sind 3,50 Meter hoch. Ich schau, wie der liegt. Und schau, wie der sich hinlegt. Der schlaft so wie du, Laura. Der isst eine Wassermelone. Oh, schau, schau da. Ich weiß nicht, wo die Wassermelone ist. Da vorne, bei seinen Vorderbeinen. Es hilft nicht. Musst du da in das Eck gucken. Komm, jetzt geht er auf den Kopf. Ja, langsam, langsam. Komm, wir gehen noch mal nach hier runter. Das muss auch mal.
Mama, Papa und der Bär. Und der ist der Kleine. Guck mal da. Mama! Guck mal da. Und die gehen sich kussen. Guck mal da.